So, dann würde ich sagen, kommen wir einmal zum ESB-Tutorium am Freitagmorgen und kleine Runde, wie ich sehe. Na gut, ich gehe trotzdem einmal alles durch, was wir so an Themen haben für das Aufgabenblatt, damit sowohl wer jetzt hier ist, als auch wer sich das später anguckt, dann noch ein bisschen besser vorbereitet ist. Irgendwie scheint das mit der Ankündigung nicht geklappt zu haben. Ja. Das mehr als mehrfach nachfragen kann ich dann auch nicht tun. Insofern gucken wir mal aufs Aufgabenblatt. Die erste Aufgabe hat mit der Umwandlung von Dezimalzahlen zu tun. Das haben wir letzte Woche ja auch schon einmal so ein bisschen angefangen. Da hatten wir einmal eine Dezimalzahl umgewandelt in eine Dualzahl. Und diesmal sollen auch die Oktal- und Hexadezimalwerte mit angegeben werden. Und genau, es gibt noch eine weitere Besonderheit. Was ist wichtig bei Aufgabe 3.1? Worauf muss man achten? Eine Sache, die im Aufgabentext gefordert ist. Oder zwei, also eigentlich gibt es zwei Sachen, auf die man achten muss, in dem Fall bei der Aufgabe. Irgendeine Idee? Nun, wenn wir uns das Aufgabenblatt anschauen, dann steht zum einen, sollen die Dualzahl jeweils n Vor- und m Nachkommastellen haben. Und n und m ist dann auch für jede umzuwandelnde Zahl unten einmal angegeben. Das heißt, wir müssen schauen, wenn wir nicht genug Vor- und Nachkommastellen haben oder wenn wir zu viele haben, müssen wir schauen, dass wir es erweitern oder entsprechend einkürzen. Das gilt nur für die Dualzahlen. Das steht auch nochmal extra. Bei Oktal- und Hexadezimal soll einfach jeweils die benötigte Anzahl genutzt werden. Und das Zweite, was es im Aufgabentext gibt, ist, dass bei den Teilaufgaben B und C bei euch das Umrechenverfahren auch vorgegeben ist. Also bei A und D ist es egal, könnt ihr das nehmen, was ja, von den dreien, die in der Vorlesung vorgestellt werden, von den dreien könnt ihr euch dann da jeweils aussuchen, was euch am liebsten ist. Aber B und C ist es exakt vorgegeben. Genau, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns auch einmal ein Beispiel an. Und zwar erstmal, wir haben eine Dezimalzahl 6,75. Wir erinnern uns, dieses Unterstrich 10 heißt, dass das quasi die Basis ist, also Zahlensystem, Dezimalsystem. 6,75 soll umgewandelt werden in das Dualsystem und in dem Fall mit Potenztabellen. Was heißt das jetzt für uns? Potenztabellen, na, das war ja dieses. Wir haben Basis hoch 0, Basis hoch 1, Basis hoch 2, Basis hoch 3. Und hier geht es eben darum, dass wir das nutzen, dass wir wissen, wir haben einen gewissen Wert. Und wir versuchen, also vom Vorgehen her, mit der höchsten Potenz anzufangen, die wir abziehen können. Das heißt, wenn wir mit Potenztabellen das umwandeln sollen, von Dezimal nach Dual, dann ziehen wir Potenzen ab, so lange, bis wir alles in Potenzen umgewandelt haben. Was wäre denn die höchste Zweierpotenz, die wir von 6,75 abziehen können? Na, überlegen wir mal, wir haben die Potenz 2 hoch 0 ist 1, 2 hoch 1 ist 2. 2 hoch 2 ist 4. Das ist alles immer noch kleiner als 6,75.
2 hoch 3 wäre 8. Das ist mehr als 6,75. Das können wir nicht abziehen. Das heißt, die erste Potenz, die wir abziehen können, ist die 2 hoch 2. Das heißt, wir haben 6,75 minus einmal 4 wäre das. Und dann bleiben noch 2,75 über. So, was machen wir dann? Wie beim letzten Mal, wir fangen an mit der 2,75. Also nehmen das, was quasi noch übrig geblieben ist und versuchen das Ganze weiterzumachen. Ziehen von der 2,75 einmal 2 ab. Das ist ja, ne? 2 hoch 2 war 4. 2 hoch 1 wäre die nächste Potenz darunter, die wir nehmen können. Ja, das ist dann also 2, die wir abziehen, bleiben noch 0,75 über. 0,75 minus, jetzt schauen wir mal, was haben wir? 2 hoch 1 war 2. 2 hoch 0 wäre die nächste Potenz. 2 hoch 0 hat den Wert 1. 1 ist größer als 0,75, können wir also nicht abziehen. Das heißt, wir sagen 0 mal 2 und haben weiterhin unsere 0,75 zum Umwandeln. Kommen wir zu den negativen Potenzen. 2 hoch minus 1. Das ist 0,5. 0,5 ist kleiner als 0,75, können wir also einmal wieder abziehen. Bleiben 0,25 und 0,25 minus, was haben wir jetzt? 2 hoch minus 2 ist nochmal die Hälfte von 0,5, ist 0,25. Das können wir einmal abziehen. So, jetzt habe ich natürlich da oben Mist geschrieben. 0 mal 1 ist das natürlich und einmal 0,5. Und hier unten dann minus einmal 0,25. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch 0 über. Haben alles umgewandelt. Sind quasi damit fertig und wir haben mit den Vorkommazahlen angefangen, Vorkommastellen angefangen und sind dann einfach über die Kommastelle bis in die Nachkommastellen gegangen. Ja, und jetzt können wir die ganzen Potenzen einmal ablesen. Wir haben hier ja einmal 2 hoch 2, einmal 2 hoch 1, 0 mal 2 hoch 0, einmal 2 hoch minus 1 und einmal 2 hoch minus 2 und würden das Ganze in der Reihenfolge dann einfach einmal runterschreiben. Das heißt, nach der Umwandlung haben wir 1, 1, 0, 1, 1. Wir müssen natürlich gucken, wo haben wir den Kommaübergang. Das war ja hier noch die letzte Vorkommastelle, 0 mal 1. Das heißt, 1, 1, 0, 1, 1 ist dann unser Wert im Dualsystem. Woran müssen wir jetzt noch denken? Ja, jetzt ist nämlich noch die Frage, genau, was jetzt eigentlich mit Vor- und Nachkommastellen ist, wie viel muss da noch angegeben werden? Nehmen wir einfach mal m gleich 5 an, nicht m, n gleich 5 an und m gleich 4. Heißt also, wir haben n vor, also 5 Vorkommastellen und 4 Nachkommastellen, die wir dafür nutzen sollen. Das bedeutet, ja, wir schauen uns unsere Vorkommastellen an. Da haben wir 3, das reicht nicht. Was können wir dann also machen? Ja, wir brauchen irgendwie mehr, ne? Genau, wir können Nullen davor setzen. Also das heißt, vor die 1, 1, 0 setzen wir noch entsprechend viele Nullen, um das Ganze aufzufüllen. Das dürfen wir machen, weil das ja den Wert an sich nicht verändert.
Ja, also vor eine Zahl Nullen setzen, ändert jetzt erstmal nichts am Gesamtwert. Und für die Nachkommastellen das Gleiche, nur dass wir dann entsprechend das hinter die letzten Ziffern setzen. Auch das führt ja dazu, dass wir den Wert an sich nicht verändern, aber eben die Bitbreite dann erhöhen. Ja, jetzt haben wir halt eben statt 3 Vorkommastellen haben wir 5 Vorkommastellen und statt 2 Nachkommastellen haben wir 4 Nachkommastellen. Gut. Das zweite Verfahren, also ich weiß, wir müssen sie auch noch, genau, wir müssen sie auch noch nach Oktal und Hexadezimal umwandeln. Da wir aber mit der gleichen Zahl auch noch uns das zweite Verfahren nochmal schnell wieder angucken, machen wir das gleich. Also 6,75, wenn wir nicht mit Potenztabellen, sondern mit dem Divisionsrestverfahren arbeiten müssen. Wie war das? Ja, genau, die vordere. Also, wir hatten das letztes Mal irgendwie gemacht, dass wir durch 2 geteilt haben oder durch die Basis des Zielsystems. Hier ist es jetzt so, jetzt haben wir im Gegensatz zum letzten Mal eine Kommazahl. Und beim Divisionsrestverfahren, wenn wir eine Dezimalzahl ins Dualsystem umwandeln wollen, dann müssen wir Vorkomma- und Nachkommastellen getrennt behandeln. Das heißt, für die Vorkommastellen nehmen wir ganz normal hier die 6, starten damit. 6 geteilt durch 2 bleibt 3 Rest 0. 3 geteilt durch 2 ist gleich 1 Rest 1. Und 1 geteilt durch 2 ist gleich 0 Rest 1. Damit sind wir auch beim Abschluss unserer Vorkommastellen. Und jetzt müssen wir aber auch noch gucken. Wir wollen auch noch die Nachkommastellen betrachten. Das sind also erstmal 0,75. So, wenn wir jetzt anfangen zu teilen, dann werden wir ja mit einer immer kleineren Zahl, ne? Das funktioniert irgendwie nicht. Also wenn wir jetzt 0,75 und gehen immer weiter runter, dann teilen wir das immer weiter. Die Zahl wird immer kleiner, aber wir kommen nie auf irgendwie ein Ende. Das heißt, was wir bei den Nachkommastellen machen, ist quasi das Gegenteil von den Vorkommastellen, nämlich wir multiplizieren mit 2. Das heißt, 0,75 mal 2 wären 1,5. Das, was wir jetzt quasi über die 1 haben, ist jetzt nicht ein Rest, sondern es heißt dann Ziffer 1. Und 1,5, wenn ich dann die 1 dann wegnehme, dann bleiben mir noch 0,5. Die schreibe ich quasi hier als Ergebnis. Also so ähnlich wie mit dem Rest, nur so ein bisschen, dass ich da nicht Rest habe, sondern den Rest quasi vorne hinschreibe und das, was dann voll ist, nach hinten. Wenn ich jetzt nicht über die 1 gekommen wäre, also beispielsweise, wenn ich jetzt bei der Multiplikation auf 0,75 gekommen wäre, dann hätte ich nur 0,75 Ziffer 0 geschrieben, weil ich dann ja nicht genug hätte, um über die 1 zu kommen. Nächste Zeile, gleiches Schema wie eben, 0,5 mal 2 ist dann ja, den Wert 1, das heißt, wir haben 0 Ziffer 1. Und daraus können wir jetzt ablesen, wie unsere Dualzahl ist. Und zwar haben wir Vorkommastellen. Da erinnert ihr euch vielleicht noch. Das war von unten nach oben ablesen. Bei den Nachkommastellen müssen wir das aufpassen. Da müssen wir genau umgekehrt vorgehen. Da lesen wir von oben nach unten ab. Ergibt auch irgendwie Sinn, weil der Wert der, ja, wobei von der Erklärung, okay, ist so ein bisschen dann komplex. Also jedenfalls merkt euch einfach, das eine ist von unten nach oben, das andere von oben nach unten. Und anhand der Vorkommastellen kann man sich das am besten
merken, weil wir haben ja am Ende hier so 1 durch 2 gleich 0, Rest 1. Das ist so das, oh, da sind wir schon bei einer sehr kleinen Zahl vor dem Komma. Und das ist ja nur die Frage, ist es 2 hoch 0, wo haben wir das? Ja, Vorkommastellen von unten nach oben. Das heißt 1, 1, 0, Komma, 1, 1. Also auch hier wieder dran denken, dass wir das Komma nicht vergessen. Und da wir eben ja auch schon mal gerechnet hatten mit der gleichen Zahl, 1, 1, 0, Komma, 1, 1, ist das Ganze dann ja soweit auch richtig. Also zumindest das Gleiche, das ist immer ein gutes Zeichen. Wir hatten eben auch schon die Länge erweitert. Also mit dem Thema Vor- und Nachkommastellen. Für n gleich 5, m gleich 4 war das hier. Okay, was fehlt uns noch? Was sagt das Aufgabenblatt noch? Wir müssen noch Oktal- und Hexadezimalzahl angeben. Man könnte jetzt auch wieder komplett das alles umrechnen. Es gibt aber einen kleinen, ja, einfachen Ablesetrick bei dem Ganzen, indem wir, ja, indem wir die Bits gruppieren. So, da gilt für Oktalzahlen machen wir Dreiergruppen, für Hexadezimal Vierergruppen. Das heißt, unsere 00 110, ja, wir trennen das am Komma. 110. Das heißt, Oktal, hinterm Komma gut, eine Dreiergruppe, vor dem Komma eine Dreier- und eine Zweiergruppe. Was wir hier machen dürfen, ist, wir dürfen dann quasi gedanklich noch eine 0 anfügen, also einfach das dann wieder auffüllen, dass wir genug haben. Und dann würden wir jede dieser Dreiergruppe umwandeln in die jeweils entsprechende Ziffer des Oktalsystems. So. Oktal heißt ja, dass wir die Ziffern haben von, na, welche sind da erlaubt? Welche Ziffern sind im Oktalsystem erlaubt? Richtig, genau, die von 0 bis 7. Also 8, 9, irgendwas, die sind dann nicht mehr erlaubt. Das wäre dann schon die nächste Stelle. Und wenn wir jetzt überlegen, das hochzuzählen, dann ist ja auch 3 Bits alles mit einer 1 besetzt. 1, 1, 1, der Wert Dual entspricht im Dezimalsystem auch der 7. Das heißt, wir würden da auch nicht irgendwas Größeres kriegen. Gut, machen wir das hier mal. 0 ist natürlich 0. 1, 1, 0 wäre dann 6. Und nochmal Nachkommastelle. Eine 6. Das Ganze für die Oktalsysteme. Jetzt kann man dann noch irgendwie schön geschweifte Klammern da drunter machen, die dann auf die jeweiligen Ziffern führen. Wenn ich das mache, habe ich hier, dann sieht es eher wieder unruhig aus. Aber das könnt ihr dann zu Hause machen, dass ihr quasi immer eine geschweifte Klammer unter die Bitgruppe macht, die dann zu der Ziffer führt in dem umgewandelten System. Und das Ganze können wir ja auch mit Hexadezimal machen. Sagt ja schon, dann Vierergruppen brauchen wir. Das heißt, uns fehlen hier an sich drei Nullen bei der Vorkommastelle. 1, 1, 0, das heißt, es fehlt noch eine Nachkommastelle. Das ist auch wichtig, weil wenn wir im sag schon, Hexadezimalsystem, wenn wir uns eine dreistellige Zahl anschauen oder eine vierstellige Zahl, ist ja ein Unterschied vom Wert her.
Ja, welche Werte wären das? Wir haben, gut, 4 Nullen ist die 0, die 0, 1, 1, 0. Ja, können wir hochzählen. 1 ist 1, 1, 0 ist 2, 1, 1 ist 3, 1, 0, 0 ist 4, 1, 0, 1 ist 5, 1, 1, 0 ist die 6. Ist also zufällig das gleiche wie im Oktalsystem. Und dann haben wir noch die 1, 1, 0, 0. So, und da sind wir noch ein Stück weiter. Also wir waren eben bei 1, 1, 0 ist 6, 1, 1, 1 ist 7, 1, 3 Nullen, ja, die erste vierstellige, wo wir wirklich vier Stellen brauchen, ist 8 im Dezimalsystem quasi, oder wäre das im Dezimalsystem? 1, 0, 0, 1 ist 9. Und jetzt ist es ja so, dass wir bei den Ziffern im Hexadezimalsystem nicht bei 9 aufhören und dann wieder zu 0 gehen, wie im Dezimalsystem, sondern wir haben ja noch mehr zur Verfügung. Wir haben noch die Buchstaben zur Verfügung. Also 1, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? 1, 0, 0, 0 ist die 8, genau, 1, 0, 0, 1 die 9. 1, 0, 1, 0 wäre dann einer mehr als 9, das ist das A, entspricht dem dezimalen Wert 10. 1, 0, 1, 1 entspricht dem dezimalen Wert 11 ist das B, A, B. Und dann brauchen wir noch einen dazu. 1, 1, 0, 0 ist das C. Das heißt, unser hexadezimale Wert enthält das C als Nachkommastelle. So, jetzt hieß es auch noch, wir brauchen nur so viel, wie wir brauchen an den Stellen. Schreiben wir die Zahl also irgendwie vernünftig aus. 6,6 im Oktal und 6,C im Hexadezimal. Genau, das dazu für Aufgabe 3.1. Ah, na gut, ein Punkt ist noch wichtig. Bei der Teilaufgabe D steht ja kein M, also nicht die Anzahl der Nachkommastellen. Woran könnte das wohl liegen? Wisst ihr, was der Strich über der Zahl bedeutet? Genau, wir haben hier eine Periode vorliegen, also 6, Periode 6. Das heißt, wir haben ja an sich ja unendlich viele Nachkommastellen mit 6. Und es wird bei der Umwandlung ins Dezimal, ins Dualsystem dann auch so sein, dass irgendwann es quasi sichtbar wird, dass der Dezimalwert eine Periode hat. Vielleicht. Und da ist deswegen der Punkt, dass ihr dann gucken müsst, wie viele Stellen braucht ihr, wo wiederholt es sich und was wäre dann quasi der periodische Anteil der Dualzahl. Genau, aber dann solltet ihr 3.1 auch schon mal ganz gut machen können und auch schon mal eine ganze Menge Punkte auf dem Aufgabenblatt dabei mitnehmen. Und wir gucken uns 3.2 an. 3.2 ist jetzt so, dass wir in einem anderen Stellenwertsystem anfangen. Das eine mal im Binärsystem, das andere mal in Hexadezimal. Und es soll mit den jeweilig angegebenen Verfahren in den dezimalen Wert dann umgewandelt werden. Ja, das erste mit dem Horner-Schema, da hatte ich letztes Mal schon gesagt, ist nicht so ganz mein Lieblingsschema, weil es doch irgendwie eine gewisse Komplexität hat. Wir gucken uns vielleicht mal an, was sagt das Horner-Schema überhaupt erst? Wie ist es denn definiert? Also, es geht darum, wenn wir ein Polynom haben von einem gewissen Grad, dann ist das also Verkettung hier, wir haben dann unseren höchsten Exponenten, der wird dann definiert als x hoch n. Der kann dann noch eine, der kann dann auch noch einen Multiplikator davor stehen haben. Das ist das b unterstrich n, also für den höchsten Grad haben wir an der Stelle einen Multiplikator und dann x hoch den entsprechenden Grad und das könnte jetzt sein, dass wir dort sowas haben wie
Wenn wir gerade 16 haben, also 2 hoch 16. Und das könnte aber sein, dass es dann nicht einfach nur 2 hoch 16 ist, sondern dass es 4 mal 2 hoch 16 ist. Und dann würden wir weitergehen und würden gucken, das ist dann mit diesem Punkt, Punkt, Punkt gemeint, dass man dann das immer stückweise reduziert. Also statt 2 hoch 16 ist dann das nächste irgendwie 2 hoch 15. Und das haben wir vielleicht dreimal. Dann haben wir 4 mal 2 hoch 16 plus 3 mal 2 hoch 15 und so weiter und so weiter und so weiter. Irgendwann sind wir dann bei x hoch 1. Das ist dann vielleicht so ein 1 mal 2 hoch 1. Und das ist das letzte Mal, wo auch groß noch irgendwie was dabei Auswirkungen hat, was jetzt genau unsere Basis ist, beziehungsweise das x ist. Also um welches Zahlensystem es sich dann handeln würde. Und weil das letzte ist dann eben das x hoch 0, also 2 hoch 0, das ist ja immer 1. Aber es ist immer noch wichtig, dass wir da vielleicht einen Wert davor haben. Also das wäre dann, am Ende würde es dann quasi so aussehen, dass wir dann sowas hätten wie 1 mal 2 hoch 1 plus 9 mal 2 hoch 0. So könnte das dann vom Aufbau aussehen. So. Das ist ja erstmal einfach nur das, was wir quasi ja, im Endeffekt wie unsere Potenzreihen in gewisser Weise wäre. Ne? Also wir hatten ja hier. Na gut, ich habe es nicht so explizit aufgeschrieben. Aber es ist im Endeffekt das, was ja dann hier so dann von links nach rechts dahinter steckt, wo ich dann 0 mal 2 hoch 0 plus 1 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 3 plus 0 mal 2 hoch 4 habe. Und was man jetzt damit macht, ist oder machen kann, das Horner-Schema für ein entsprechendes Polynom ist definiert, dass man es anders schreiben kann. Und zwar fängt man mit dem höchsten an. Ich habe schon vergessen, was wir da hatten. Hatten wir 4 hoch 4 mal 2 hoch 16, glaube ich, oder sowas. Dann würde man nicht mehr den Exponenten an der Stelle schreiben, sondern würde man nur noch schreiben 4 mal 2, ne, weil mein x dann die 2 ist, plus, und dann bin ich schon beim nächsten, ne, n minus 1, habe ich schon beim nächsten, was hier war. Irgendwie 3 mal 2 hoch 15, was ich meinte. Also dann plus 3 mal 2. Und das mal 2, das ist wichtig, das ist hier quasi schon außerhalb der Klammer. Ja, das heißt, ich setze im Endeffekt am Ende ganz viele Klammern und klammer mir dadurch, naja, also habe da nie was Höheres stehen als das x. Aber dadurch, dass ich dann die Klammern, wenn ich es ausmultiplizieren würde, ja wieder die ganzen Exponenten miteinander multipliziere, würde ich das dann ja zusammenrechnen. Also wenn ich jetzt hier x mal die Klammer mache, dann habe ich bei dem, was dann ja 3 wäre, 3 mal x und habe aber hier schon 4 mal x zum Quadrat. Und das Ganze immer weiter ausgeklammert, bis ich ganz am Ende irgendwie noch bei einem b0 bin. Und da hatte ich ja eben schon gesagt, also das ist ja b0 mal x hoch 0, also x hoch 0 wird eh immer den Wert 1 haben, deswegen hat man es hier einfach dann auch schon weggelassen, braucht man an der Stelle nicht. Das heißt, in erster Linie ist das Horner-Schema jetzt erstmal einfach eine andere Schreibweise für die obere Schreibweise. Ja, wir schreiben es alles um. Macht man natürlich nicht nur so ganz zum Spaß, hat ja dann auch gewisse Vorteile, dass man damit vielleicht weniger Multiplikation hat, ein bisschen mehr eher Addition. Das ist dann vielleicht etwas einfacher in ja, Berechnung ist. Hier an der Stelle geht es aber auch darum, dass wir es dann nutzen können, um damit Zahlen von einem System ins andere umzurechnen. Denn es geht jetzt so ein bisschen, dass wir dann schauen, wie sind denn eigentlich unsere, ja, was hatten wir? Wir sollten mit einer Dualzahl rechnen und die umwandeln ins Dezimalsystem. Machen wir das mal mit der 1, 0, 1, 0, 1 aus dem Dualsystem ins
Dezimalsystem. Was haben wir hier? Wir haben hier unseren kleinsten Exponenten. Das heißt, der steht ganz rechts. Ja, das ist quasi dieses B0. Dann können wir von der anderen Seite einmal gucken. Der höchste Exponent ist hier eine 1. Unsere Basis vom Dualsystem ist die 2. Das heißt, wir haben 1 mal 2. Das wäre jetzt quasi das. Dann brauchen wir den nächst niedrigeren Exponenten, den Multiplikator davon. Das ist 0. Das Ganze wird geklammert. Na, jetzt haben wir quasi. Quasi den Teil hier so eingeklammert. Außerhalb der Klammer wieder unsere Basis. Und eher wie eben stückweise weiter gucken. Wir haben die nächste Potenz ist hier mit, das haben wir einmal. Das Ganze wird in Klammern gesetzt. Und mit der Potenz multipliziert. Das war die. Dann haben wir dann noch hier die 0, also plus 0. Alles in Klammern setzen und multiplizieren. Und die letzte Stelle hier, das war die 1. Das setzen wir dann nicht mehr in Klammern. So, jetzt müssen wir gucken. Wir sollten 5 mal entsprechend, was ein Multiplikator ist. 1, 2, 3, 4, 5. Alles da. Wir haben auch unsere entsprechenden Exponenten bzw. die Basis des Systems. 2, 3, 4. Hier fällt er ja weg. Ja, und nun rechnen wir das Ganze einfach mal zusammen. Das heißt, wir haben einmal 2 plus 0, das sind 2. Dann haben wir jetzt 2 mal 2 plus 1, das sind 5. Ne, und ihr seht, also es wird dann stückweise, dass man es dann ausrechnen kann. Jetzt haben wir 5 mal 2 plus 0, also das sind dann nochmal 10 mal 2 das Ganze. 10 mal 2 sind 20 plus 1 sind 21. Und damit haben wir es umgewandelt. Das ist Umwandlung mithilfe des Horner-Schemas von einer Dualzahl in eine Dezimalzahl. Gut, dann der zweite Teil. Da jetzt keine Fragen sind, dann. Oder sonst nervt die Andreas Meder in der Vorlesung. Das Zweite, was wir machen sollen, ist, wir sollen umwandeln. Jetzt muss ich gerade mal gucken, warum habe ich. Das wollen wir ja gar nicht mit dem Horner-Schema machen. Moment. Kann weg. Also, wir haben eine Hexadezimalzahl. Und das Ganze soll mit Potenztabellen umgerechnet werden in eine Dezimalzahl. Nehmen wir 6,10. Und wie würde das funktionieren? Nun, wir wissen, welche Stelle zu welcher Potenz äquivalent ist. Das heißt, vor dem Komma, die erste Stelle ist 16 hoch 0. Und das haben wir 6 mal. Wenn ich jetzt noch was daneben hätte, also zum Beispiel, wenn es
3 6, C wäre, dann müsste ich jetzt links davon noch schreiben 3 mal 16 hoch 1 plus 6 mal 16 hoch 0. Also dieses 3 mal 16 hoch 1 müsste ich dann links davor dann noch setzen und so weiter, bis ich alle Potenzen links vom Komma habe. Außerdem habe ich Nachkommastellen. Und was gilt jetzt einfach für eine Nachkommastelle? Also wir haben allgemein gesagt, mal gucken, das kann man anders vielleicht ein bisschen besser schreiben. Wenn wir 1 geteilt durch oder beziehungsweise für unsere Nachkommastellen gilt, wir haben 1 durch b hoch n. B ist die Basis. Das wäre bei uns also jetzt hexadezimal. Wäre das die 16? Und das n ist die Position der Nachkommastelle. Was heißt das also für uns? Wir haben hier gerade 1 durch 16 hoch quasi die erste Nachkommastelle. Also 1 ist durch 16 hoch 1. Beziehungsweise heißt es dann am Ende natürlich dadurch dann nur ein Sechzehntel. Und das Ganze haben wir c mal. Ja, das heißt, wir haben das Ganze dann hätten wir c Sechzehntel. So, wir sollen aber ja am Ende auch in Dezimal sein. Und c hat ja den dezimalen Wert 12. Das heißt, wir hätten hier 12 Sechzehntel für die Nachkommastelle. 12 Sechzehntel sind 3 Viertel, sind 0,75. Also erstmal, was haben wir gesagt? Plus 10 mal 16 hoch minus 1. Das wäre jetzt erstmal nur die Reihe des Ganzen zu schreiben, aber für die Umrechnung brauchen wir das dann gleich. So, und potenziell wird es also weitergehen. 16 hoch minus 2. 16, also bei minus 2, wenn wir da was hätten. Also keine Ahnung, wenn es mit C2 die Nachkommastellen wären. Dann wäre es 1, dann wäre es 2 mal 1, 16 hoch 2. Haben wir aber nicht. Insofern können wir es direkt umrechnen. 6 mal 16 hoch 0 ist 6 mal 1 ist 6 plus die 0,75, also beziehungsweise 12 Sechzehntel. Ja, und wer sich erinnert, das war die Zahl, die wir vorhin hatten. Gut, das sind Potenztabellen, beziehungsweise das ist die Umwandlung von Hexadezimalzahl mit Potenztabellen in Dezimalzahl. Mal schauen, gibt es noch irgendwas auf dem Aufgabenblatt, was für euch wichtig ist? Ich glaube, das haben wir dann soweit.
Okay, Aufgabenblatt 3, Aufgabenblatt 3. Ja, also wir sind bei Aufgabenblatt 3. Aufgabe 3. Wir haben Zahlen, die wir addieren sollen, in Dual, Oktal und Hexadezimal. Okay. Schauen wir kurz. Wir nehmen die Zahlen 11 und 5 aus dem Dezimalsystem. Was müssen wir als erstes machen, wenn wir sie in Dual addieren wollen? Als erstes müssen wir sie mal in eine Dualzahl umwandeln. Also, unsere 11 ist die 1011. Und wenn wir Bitgruppierung machen, können wir daraus ja auch ablesen, was das ganze im Oktalsystem ist. Ne, Oktal, wir erinnern uns, waren drei Stellen. Drei Stellen. Dreiergruppen. Das heißt, das ist 1, 3 in Oktal. Und das Ganze können wir dann auch machen. Ja, Hexadezimal. Gut, das sind dann direkt schon vier. Das heißt, das wäre dann der Wert B im Hexadezimalsystem. Das gleiche einmal für die 5. 5 im Dezimalsystem hat den Wert 101 im Dualsystem. Das, ja, ist schon eine Dreiergruppe, das heißt, den Wert können wir auch direkt dann angeben. Das ist dann 5 im Oktalsystem. Und ja, für Hexadezimal würden wir eine 0 davor fügen, ändern aber den grundlegenden Wert dann an der Stelle nicht für die Vierergruppe. Das heißt, wir hätten 5 im Hexadezimalsystem. Das Ganze soll jetzt addiert werden. Ja, wie machen wir Addition? Im Endeffekt machen wir es genauso wie im Dezimalsystem. Also schriftliche Addition. Wichtig ist, dass ihr sauber immer Überträge schreibt. Kleiner Tipp, man kann, wenn man einfach nur den Übertrag über den Strich schreibt und direkt darunter schon das Ergebnis, dann kann das teilweise sehr schwer leserlich sein. Und es ist daher ganz gut, wenn ihr für den Übertrag eine ganz eigene Zeile dann halt macht. Das ist dann so ein bisschen leserlicher und kann schlechter übersehen werden. Machen wir erstmal die Dualzahl. 1011 plus 101. Eine Übertragszeile. Und dann gehen wir durch, wie im Dezimalsystem, von hinten nach vorne. 1 plus 1 ist 1, 0. Das heißt, wir haben zwei Stellen. Das heißt, wir haben einen Übertrag. Genau. Und auf der letzten Stelle dementsprechend die Ziffer 0. Dann haben wir 1 plus 0 plus 1. Wieder Übertrag von 1 und dann eine 0, die noch übrig bleibt. Und wir haben 0, 1, 1. Wieder das gleiche. Eine 0. Und ein Übertrag von 1. Und dann haben wir 1 plus 1. Das heißt, wieder 1, 0. Das kommt dann vor den Rest der Zahl. Das heißt, ja, einmal zusammen alles addiert. 1, 0, 0, 0, 0 wäre das Ergebnis bei der Rechnung im Dualsystem. Ja, machen wir das Ganze im Oktalsystem. Da haben wir 13 plus 5.
Hier wieder eine Übertragszeile. Und wir erinnern uns, Oktalsystem, höchst erlaubte Ziffer ist die 7. Das heißt, wenn wir jetzt hier 3 und 5 auf der letzten Stelle addieren, na, sind wir bei 8. Das heißt, wir haben einen Übertrag, weil wir sind nicht bei 7, nicht bei 8 als Wert im Oktal, sondern wir sind bei 1, 0. Das heißt, also, ne, einer höher als die 7. Das heißt, wir haben einen Übertrag von 1. Eine 0 bleibt über für die letzte Stelle. Und auf der vorletzten Stelle haben wir 1 plus 1 ist gleich 2. Und damit sind wir auch schon durch. Dann sind wir beim Wert 20. Also, schaut, in welchem Zahlensystem ihr seid und guckt immer, was ist so denn die höchste erlaubte Zahl, die da eigentlich gerade sein darf. Und ja, wenn quasi dann eine Stelle voll ist, dann gibt es halt den Übertrag. Oder potenziell auch zwei Überträge oder drei. Aber in der Regel ein. Ja, Hexadezimal fehlt uns noch. B plus 5. Könnt ihr schon mal nachdenken, während ich die Übertragszeile baue. Was ist das Ergebnis? Ja, B. Genau, jetzt muss man mal so ein bisschen wieder nachdenken. Wie war das eigentlich? Hexadezimal. Okay, ihr könnt da stückweise gucken. Also wir wollen 5 drauf. So, wenn wir einen draufpacken auf das B, sind wir bei C. Wenn wir 2 draufpacken auf das B, sind wir bei D. Wenn wir 3 draufpacken, sind wir bei E. Wenn wir 4 draufpacken, sind wir bei F. Und wenn wir 5 draufpacken, dann sind wir eine Stelle weiter. Dann haben wir einen Übertrag. Das heißt, wir kommen hier auf einen Übertrag von 1, eine 0 auf der letzten Stelle. Und auf der vorletzten Stelle ist dann quasi nur noch die 1. Das heißt, unsere Hexadezimalzahl hat den Wert 1, 0 im Hexadezimalsystem. Damit solltet ihr das alles hinkriegen. Und wir gucken uns noch zum Abschluss einmal kurz an das Thema Multiplikation im Dualsystem. Multiplikation. Wie macht ihr denn im dezimalen Dezimal, ja, im Dezimalsystem Multiplikation? Wie funktioniert denn die schriftliche Multiplikation im Dezimalsystem? Ha? Was war das? Ja, genau. Wir haben es irgendwie untereinander geschrieben und dann addiert. Genau das Gleiche machen wir auch im Dualsystem. Also, wir haben unsere beiden Zahlen, die wir multiplizieren wollen. Und dann haben wir den Bereich, wo wir das Ganze reinschreiben, die Zahlen. Wir gucken. Ich habe einmal die vordere Zahl. Das ist so schön. So im Dualsystem habe ich es. Entweder habe ich es einmal oder ich habe es keinmal. Im Dezimalsystem müsste ich jetzt anfangen, hier schon zu rechnen. Und im Dualsystem schreibe ich die quasi nur einmal auf und achte darauf. Entschuldigung. Die letzte Ziffer der Zahl, die ich dann schreibe, ist dann genau unter da, wo ich jetzt gerade die Multiplikation gerechnet habe. Und dann gehe ich immer quasi Stück für Stück um eine Stelle verrutscht weiter. Jetzt habe ich nullmal das Ganze. Ich könnte es weglassen, aber einfach damit ich sehe, dass da was zwischen ist und damit ich auch die Anzahl der verrückten Stellen vernünftig hinkriege, kann ich es dann auch explizit einmal hinschreiben. Schreibe also 4 Nullen hin. Und dann habe ich nochmal einmal das Ganze, einmal 1, 0, 1, 1. Da würde ich dann auch wieder hier mit 1 anfangen. 1, 0, 1. Gucken, dass ich es wieder richtig einrücke. So. Bis ich halt einmal durch die Zahl hier durch bin. Und wenn ich das gemacht habe, was muss ich dann machen? Wie war das im Dezimalsystem?
Genau, dann addiere ich das alles. Denkt dran, es könnte ja auch hier Überträge geben, also mache ich auch eine Übertragszeile. Und ich gehe von hinten nach vorne durch und schaue. Hier die leeren Stellen, das ist ja quasi imaginäre Nullen. Da ist nichts, also 0, 0, 1. Letzte Stelle ist die 1. 0, 0, 1. Nochmal eine 1. Na, ich summiere das jetzt einfach von oben nach unten, Stelle für Stelle. 1 plus 0 plus 0 ist 1. Dann 1 plus 0 plus 1. Oh, Achtung, da bin ich bei 1, 0. Das heißt, ich habe 0 auf der Stelle, wo ich gerade war, aber einen Übertrag von 1. 0 plus 0 plus mein Übertrag 1 führt zu 1. Und dann habe ich noch 1 plus 0 plus 0. Wieder kein Übertrag. Da ist nochmal eine 1 davor. Und jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich das richtig einrücke. Ungefähr so. Mir leid, viel besser. Also so ganz genau kriege ich es nicht unbedingt hin, aber das ist auf jeden Fall immer noch besser lesbar, als wenn ich es jetzt handschriftlich mache. Ja, und damit habe ich das Ergebnis meiner Rechnung im Dualsystem. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich eventuell einen etwas größeren Übertrag habe. Also wenn ich jetzt nicht nur wie hier mit einer dreistelligen Zahl multipliziere, sondern mit einer längeren, dann habe ich hier ja irgendwie mehr Zeilen und es kann sein, dass ich irgendwann auch sowas habe, dass ich einen Übertrag von 1,0 hätte. Und ja, also dass ich quasi zweimal einen Übertrag auf die nächste Stelle dann ja insgesamt voll habe. Und das ist dann in dem Fall ja dann schon wieder eine Stelle weiter. Das kann ich entweder so schreiben, also gibt verschiedene Schreibweisen. Ihr müsstet mal gucken, wie es in der Vorlesung ganz genau dann jetzt diesmal am Freitag, wo es dann dran sein sollte, erklärt wird. Man kann dann irgendwie 1,0 übereinander schreiben, um dann die beiden einzelnen Überträge zusammen zu markieren in der Zeile, wo sie in der Spalte, wo sie vorkommen und dann eben fürs Weitere mit zu berücksichtigen. Oder man schreibt den Übertrag dann direkt dann schon eine Stelle weiter als eine einzelne Eins hin, weil das ist ja dann nicht davor, wo da eigentlich sonst der erste Übertrag ist, sondern es ist ja schon zwei Stellen weiter, weil das so weit voll genug ist und schreibt da dann einfach eine Eins hin. Genau. Und was dürfen wir nicht vergessen? Die Kontrollrechnung. Ach so, genau, dieses Zwischenrechnung inklusive Überträge. Damit ist gemeint in der Aufgabe, dass wir das hier eben hinschreiben, dass wir also nicht einfach nur das Ergebnis hinschreiben, sondern genau diese einzelnen Zwischenschritte haben inklusive Übertrag. Also gerade dieser ganze Teil hier in der Mitte, das ist das, was gefordert ist, wenn es hier heißt Zwischenrechnung inklusive Überträge angeben. Nicht nur das Ergebnis. So, Kontrollrechnung im Dezimalsystem. Ach, wie herrlich. Da wir müssen erstmal wissen, was ist denn eigentlich da jeweils eine Zahl im Dezimalsystem hinter. Wenn ich das nicht schon weiß, muss ich sie einmal kurz umwandeln. Das erste ist die 11 im Dezimalsystem und das zweite ist die 5 im Dezimalsystem. Das heißt, ich soll jetzt hier einfach einmal 11 mal 5 rechnen. Schreiben wir es mal genauso wie oben mit schriftlicher Multiplikation. Ich habe jetzt hier natürlich nur eine Stelle. Wenn ich jetzt mehr Ziffern hätte auf der zweiten Zahl, dann würde ich dann genau wie oben das wieder stückweise jeweils um eine Stelle weiter verschoben aufschreiben und auch jeweils multiplizieren. Also hier habe ich ja 5 mal 11 gleich 55. Und naja, gut, das Format wäre halt im Endeffekt ja das gleiche. Eventuell habe ich einen Übertrag. Okay, habe ich nicht. Das war meine Übertragszeile. Irgendwie kommt das nicht ungefähr hin. Und dann würde ich anfangen, von oben nach unten zu addieren. Ich habe nur eine Zeile. Okay, das ist etwas einfach. Aber das ist das Prinzip, was dahinter stecken würde. Genau, das war ja die Kontrollrechnung parallel dazu. Ja, dann
war es das auch schon. Das Aufgabenblatt sollte ja auch ein bisschen kürzer sein. Bisschen, naja, gut. Aber die, einfach ins Horner-Schema muss man sich einmal reindenken. Macht das einfach Stück für Stück, dass ihr es umschreibt, wie wir es vorhin gemacht haben. Und genau, dann wünsche ich euch eine gute Woche und viel Erfolg bei den Aufgaben und nächste Woche dann wieder ganz normal zur gewohnten Zeit am ganz gewohnten Ort. G021 um 18:30 Uhr oder sonst auch digital im Big Blue Button am Donnerstagabend.